Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. In der letzten Folge haben wir hier den letzten der verrückten Magier hier in diesem unterirdischen Labyrinth, das man hier so schön sieht. Ja, erledigt. Der hatte auch den Umhang dabei, den uns Chandala holen lassen wollte. Und ja, wir sind jetzt wieder hier draußen auf dieser Eisinsel, eine magische Falle, und eigentlich sollten wir jetzt, jawohl, wir sind wieder zurück teleportiert worden zu Chandala. Da steht er, spricht uns gar nicht gleich an hier, interessanterweise. Hier ist mittlerweile Nacht geworden. Hallo Shandi, ich hab deinen Umhang. Ihr kehrt zurück, hervorragend, und die Reise hat, soweit ich sehen kann, kaum Spuren an euch hinterlassen. Ein hervorragender Beweis eures Wertes, möchte ich denken. Ihr habt euch als rechtsfähig erwiesen. Ich werde euch nur von diesem Gegenstand befreien und dann muss ich los. Alter, aber das war Drecksarbeit. Das war ein Gefängnis als alles andere. Und selbst wenn, dies ist nicht mein Werk. Ich selbst habe einst dort gelebt. Der Ort zieht auch gelegentlich vorbeikommende Magier aus dem Verkehr. Ich ließ meine Magie und alles Zaubergerät zurück und so gelang es mir, mit einigen niederen Zaubersprüchen zu entkommen. Passiver Widerstand ist erfolgreicher, wenn der Boden selbst Magie anzuziehen scheint. Auch die anderen werden freikommen, wenn sie ihren Zorn beiseite schieben und sich von ihren Spielereien lösen. Ja, die sind schon freigekommen. Ich habe ihnen dabei geholfen. Allerdings anders, als sie es sich wohl vorgestellt haben. Ach, warum soll ich das mit euch diskutieren? Jeder Ort war nicht mein Werk. Ihr habt euch nicht schlecht geschlagen. Auf Wiedersehen. Tja, tschack, und weg ist er, der Shandi. Der Shangri-La. Die Sache ist jetzt folgende. Wir sind vollgepackt mit Zeugs, inventartechnisch. Und einiges davon müssen wir auch mal identifizieren. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Tempel eigentlich in Dingens hier in Ulgoths Bart. Ist das ein Tempel hier? Ja, gelauft schon rein. Nee, es sieht nicht wie ein Tempel aus, oder? Nee, so nur so ein Haus eben. Haben die keinen Tempel oder was? Ist das ein Tempel? Nee, das ist ein Bauernhof. Andererseits, man weiß ja nie bei diesen... bei diesen Dörfern hier. Terella. Hallo Terella, seid gegrüßt, Abenteurer. Ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich heute kein heiteres Wort über die Lippen bringe. Meine Familie hat einen Verlust zu beklagen. Kann man dir helfen? Es sei denn, ihr wollt nach meinem verlorenen Sohn suchen, sonst nicht. Ja, erzähl uns mal, vielleicht kann man dir helfen. Ich habe, oder vielleicht sollte ich sagen, ich hatte einen Sohn namens Dalton. Er schloss sich einer Gruppe von Abenteurern aus Tiefwasser an. Dalton war so besessen von der Idee, ein Held zu sein. Doch er hatte weder die Intelligenz noch die Fähigkeiten dazu. Doch das ist Schicksal einer Mutter und sie muss dabei zusehen, wie ihre Kinder große Dummheiten begehen, trotz ihrer Warnungen und Bedenken. Mein armer Junge trieb diese Dummheiten auf die Spitze. Er und seine dummschädeligen Kohorten nahmen es auf sich, die Tiefen von Durlaks Turm zu erforschen. Sie kauften sich einen Schlüsselstein von diesem Gauner Galkin und machten sich auf den Weg. Wie ich auch bettelte und flehte, Dalton bestand darauf mitzugehen. Die Gruppe kam nie zurück. Ich fürchte, dass sie den Konstruktionen des verrückten Zwerges zum Opfer gefallen sind. Ja, ich sage es mal, wir werden ihn finden, wenn der noch lebt. Ich meine, wir wollen zwar eh nicht zu Durlaks Turm gehen, aber ich nehme diese Quest jetzt trotzdem mal an. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass da ein Sohn gab. Und keine Ahnung. Ewig her, dass ich das hier gespielt habe. Alter, was, wie heißt denn der? Dels Wirftanion. Vermute, ich kann euch nicht helfen. Oder doch, bitte beeilt euch, denn heute Nacht schließe ich für immer. Du schließt für immer. Was ist mit dir los? Ja, ihr sagt alle schön, schön, ab Goldmünzen lasst ihr keine liegen. Immer dasselbe, die Leute kommen rein und sagen schön, schön und gehen wieder. Ich habe keine Geduld mehr für dieses, sieht nett aus, fühlt sich gut an, aber gekauft wird nichts. Wollt ihr etwas kaufen oder nur sagen schön, schön und wieder gehen?
Ja, womit handelst du denn? Ich verkaufe die ganzen kleinen Kinkerlitzchen für die Touristen in Durlaks Turm, aber jetzt sind keine da, wegen der Räuber auf der Straße und bleiben die Leute weg. Ah, ich weiß schon, der verkauft so Schlüsselsteine, mit denen man dann irgendwelche Türen in Durlaks Turm aufmachen kann. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt gefaked sind oder echt. Man kriegt irgendwo hier im Dorf, glaube ich, sogar einen echten zu, aber Alter, ich habe keine Lust. Ich will die Quest eh nicht machen. Hau ab. Man kommt, glaube ich, auch ohne diese ganzen Dinger nämlich da rein. Also ohne diese ganzen Schlüsselsteine. Das ist irgendwie... Oder man findet dann alternative Schlüsselsteine irgendwo anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Fenrus steht hier rum. Hallo, Fenrus. Einen schönen Tag euch allen. Mein Name ist Fenrus Bulon. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Wie kann ich euch helfen? Ja, wir wollen ja eigentlich noch die andere Inselquest machen und ich bin jetzt gerade ein bisschen am Suchen, wo ich die überhaupt auslösen kann, weil das geht hier irgendwo beim Steg, da kommt eigentlich so ein Typ da hier, so ein Magier. Ja, quatschen wir mal mit dem ein bisschen. Kennst du Durlaks Turm? In der Tat, es war eine wunderbare Führung, obwohl sie ganz schön teuer war. Warum fragt ihr? Vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, meinen Fußstapfen zu folgen. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, Alter, jetzt erzählt er die Geschichte von dem Turm. Ja, das war der Turlak, das war ein Zwerg, der hat einen Turm gebaut. Der hat unter dem Turm einen riesigen Dungeon gebaut. Dann ist er verrückt geworden und hat überall Fallen reingemacht. Und ja, das war's. Jetzt haut er auch schon ab. Ich glaube, hier drin war das, glaube ich, oder? Ah ja, da ist er. Mendas. Ah, hallo Freunde. Ist meine Freude zu treffen euch. Hallo Yoda. Ihr seid Helden von Schwertküste. Ich lang darauf gewartet, euch kennenzulernen. Ich bin Mendas von Tiefwasser und suche nach kleinen Wahrheiten in diesem Land. Wir, das heißt, ich möchte euch bitten um einen Gefallen. Ich nicht arm bin und ein großes Herz habe für Freundschaften. Könnt ihr helfen einem gutmütigen Kerl bei Suche nach Weisheit? Ja, können wir natürlich. Das ist nämlich der Typ, der uns diese Quest jetzt geben wird. Passieren tragische Dinge in dieser ungerechten, wie sagt man, Welt. Die Leute mit Macht, die verletzen die Leute ohne Macht. Sie zerstören die Dinge, die uns lehren ein besseres Leben. Um zu sagen die Wahrheit, es wäre besser, wenn diese Leute nie wären geboren worden. Diese Händlerliga, diese schlechten Männer, die finden die Insel westlich von hier. Die Insel hat ein gebrochenes Schiff, Schiffswrack. Sehr altes Schiffswrack, heißt es. Reden wir weiter. Die Matrosen von Händlerliga sehen Hinweise auf dem Schiff. Das Wrack ist das Schiff von Balduran. Cool. Diese Männer glauben, dass Balduran hatte viele Schätze auf seiner letzten Reise an Bord. Vielleicht ist wahr, aber auf dem Schiff, es gab auch viele Artefakte. Diese Dinge enthalten Geheimnis von Baldurans Schicksal. Ich möchte auffinden das Logbuch. Ich möchte auch lösen das Geheimnis der letzten Reise von Balduran. Die Händlerliga wird zerstören die Artefakte, um zu bekommen den Schatz. Das darf nicht sein. Wenn ihr mir helfen, ich erhalte die Dinge, die sind für mich von Wert. Ihr bekommt den Schatz und die Händler bekommen nichts. Ihr werdet helfen, ja? Ja, ich helfe dir. Ich sofort besorgen das Boot. Es gibt jedoch kleines Problem. Diese Männer, die haben gefunden Insel. Sie halten Seekarten verschlossen. In Baldurs Tor, es gibt ein Gebäude mit Namen Zählhaus. Ihr es findet nordöstlich von Taverne Elfgesang. Dort drin sind Seekarten. Wahrscheinlich hat Schiffskapitän sie. Ich weiß nichts von solche Dingen wie dem Zurückholen von Karten, aber ihr seid Held und für Held, das ist kein Problem. Es mag sein ein bisschen gefährlich, also werde ich euch kleines Gold für die Karten geben. Ich hier warte auf euch. Ja, mach mal. Bitte euch beeilen, Freunde. Ich brauche Karten bald. Die Händler bereiten Schiffe vor, während wir sprechen hier. Okay, also, was ist die Story? Die Story ist, dieser Mendas hier, der weiß von einer Insel weit im Westen, ist übrigens nicht dieselbe jetzt, wo wir gerade waren, sondern eine ganz andere. Die ist offenbar noch nicht bekannt, den Leuten an der Schwertküste. Dort ist das Wrack von Balduran. Balduran ist ja der Gründer der Stadt Baldur's Gate und wie die Legende erzählt, hat der die Stadt gegründet und danach ist er mit einem Schiff gefahren nach Westen und dann kam er zurück mit ganz vielen Schätzen, hat gesagt, er hat ein neues Land gefunden, wo es halt viele Schätze gibt
Und dann ist er nochmal losgefahren. Also von der Reise ist er nie zurückgekommen. Und dieser Menders hat jetzt offenbar das Schiff gefunden und will halt das Rätsel um Baldurans Verbleib lösen, aber die Händlerliga, das ist halt schon eine Händlergruppe, so wie die Sieben Sonnen oder der Eisenthron oder so in Baldur's Gate, die haben die Insel auch schon gefunden und die wollen das jetzt alles halt ausschlachten dort, das Schiff und die Schätze und was auch immer. Und die haben Seekarten und wir sollen jetzt diese Seekarten klauen, damit die nicht mehr hin können und wir aber schon. Dort sollen wir eben dann den Auftrag vom Menders erfüllen. Und jetzt quatscht uns schon wieder jemand an, der Callahan. Hallo Kameraden, Callahan heiße ich und bin der Albtraum aller Fische der sieben Meere. Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Neu hier, hä? Ja, ja, wir haben den Menders getroffen. Menders, hm? Grimmiger Typ. Nie ein freundliches Wort oder wie geht's der Alten? Ja, ich glaube, du kennst ihn, aber, was hast du für einen Eindruck von dem? Ja, ich kenne ihn schon so lang, wie er in Ulgoth ist, aber mit einem bisschen Gold in der Hand erinnere ich mich besser. Achso, der will Geld für sein Wissen. Ja, 20 Goldmünzen, ja. Gut. Menders kam im letzten Jahr nach Ulgoth, hat das Haus vom alten Svensen gekauft. Er behauptet, er wäre aus Tiefwasser, aber ich habe Leute gekannt von der Stadt der Reichtümer und die sprechen unsere Sprache dort mindestens so gut als ich. Das heißt, so gut wie ich, du. Nee, besser. Wo auch immer er herkommt, mit uns kleinen Leuten will Menders nichts zu tun haben. Die meiste Zeit ist er allein in seinem Haus. Jeden Monat geht er ein paar Tage weg. Das ist alles. Mehr weiß ich auch nicht. Ja. Danke, dieser Menders ist halt auch nicht ganz koscher, das werden wir dann im Laufe der Quest auch feststellen. Der ist nicht so ein Gelehrter aus Tiefwasser, was er behauptet, der da hinter den Schätzen von, oder hinter dem Wissen über Baldurans letzte Expedition her ist, sondern der Typ ist ganz, ganz, ganz was anderes. Ich weiß nicht, ob ich das zu, schon verraten soll, vielleicht, ja, der Hinweis, dass er jeden Monat, Betonung liegt auf jeden Monat, für ein paar Tage weggeht, von hier, sagt schon einiges über ihn aus, glaube ich. Wir werden das dann noch genauer auch sehen, wenn wir dann mal bei dieser Insel sind. Vorher möchte ich aber mal zunächst diese ganzen Sachen, die ich jetzt da dabei habe, loswerden. Soweit ich das eben kann. Boah, das können wir eigentlich auch verkaufen. Schutzformel, Gespensterform. Gespensterform. Das sind alles so Zauber, da denkt man sich, ja, ist ja nett, dass die gibt, aber die braucht man alle nicht. Die braucht man wirklich nicht. Weißt du was, wir schlafen jetzt erstmal, heilen uns auch mal. Mal Quicksave. Dann gehen wir nach Neshkul. Da kriegen wir nämlich erstens die ganzen Winterwolf-Pelze los. Und außerdem gibt es dort in Neshkul ja einen Tempel. Da können wir das ganze Zeug, was wir da jetzt gefunden haben, auch identifizieren lassen. So, lala, gelagert, gerastet und wir sind auch wieder geheilt. Und jetzt würde ich sagen, Abmarsch. Heilungszauber wurden während der Rast eingesetzt. Ja, habt ihr gut gemacht. Also raus hier aus der Karte und ab nach Neshkul. Denn das ist so eine Sache, ich vergesse das immer, wenn ich das Inventar voll habe, dann gehe ich schon in die nächste Quest und dann komme ich drauf, hey, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, um irgendwas auch nur annähernd sozusagen zu lagern. Ich möchte jetzt übrigens mal schauen, ob da der Edwin wieder aufgetaucht ist. Das war nämlich oft so ein Bug, dass der dann irgendwann plötzlich wieder da war. Aber ich glaube, nee. Das war ja ganz am Anfang vom Let's Play. Da hätte der eigentlich erscheinen sollen hier, nachdem wir ja von der Gnoll-Festung zurückgekommen sind. Aber der war da nicht da. Tja. So, die beschweren sich jetzt alle. Natürlich war ein langer Weg hierher nach Neshkul. Hier ist übrigens noch der Xan. Der mit seinem lustigen Blinkeschwert. Ist natürlich für einen Magier super, ein Schwert zu haben und in Nahkampf zu gehen. Der kippt sofort aus den Latschen vom leichtesten Luftzug. So, na gut. Identifizieren wir mal alles, was wir hier haben. Ja, ja, ja. Wagemütige Abenteurer.
soll es hier irgendwo geben. Keine Ahnung, wer das ist. Ich bin es, glaube ich, nicht. So, Stab schmieren, bla 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 bla. Identifizieren. Schutzformel identifizieren. Machen wir einfach alles mal. Wurfbeil, Pfeile. Ja, gut für die Pfeile, aber wir haben eh so viel Gold, da können wir es eigentlich auch mal machen, dass wir Pfeile identifizieren. Ich würde sie ja der Deiner hergeben, aber die hat ja gar keinen Platz im Inventar, also geht ja eh nicht. So, also jetzt ab zum Laden. Yeah. Und da laden wir mal unsere Winterwolfpelze ab. Kriegen wir ja 500 Gold dafür, für jeden. Das zahlt sich schon aus. Also das hat schon was, dass man da eben... Ja, ja, 500 Gold, 500 Gold, 500 Gold, 500 Gold, 500 Gold. Ich glaube, das waren es jetzt alle. Nee, immer noch nicht. 500 Gold, 500 Gold, 500 Gold. Ja. Ist ja auch krass, dass der... Voilà, das war jetzt falsch. Ich wollte ja eh mit dem handeln. Dass der so viel so viel Geld hat überhaupt. So, das ist eine Schutz... Hey, die haben wir gar nicht identifiziert. Was ist mit der los? Ach Mensch, jetzt haben wir die nicht identifiziert. Weißt du was, verkaufen wir erstmal das ganze Zeug, wo wir wissen, dass wir es verkaufen wollen. Diesen Schutzumhang plus eins verkaufe ich auch, weil... Das Problem ist, den kann eh niemand tragen, weil wir ja alle magische Rüstungen haben. So, die Zauber hier, ja, das können wir, glaube ich, auch verkaufen. Verkaufen, Edelsteinbeutel, da ist ja auch noch jede Menge Zeugs drin. Weil wir gar nicht dran gedacht haben. Spitzbubenstein, wow, 2500 Goldstücke, nicht schlecht. Ja, wir nähern uns jetzt bald den... 100.000 Gold. So. Dolch plus 1, Kriegshammer plus 1. Das brauchen wir alles nicht. Stab des Feuers haben wir auch schon mehrere. Ach so, den nimmt er nicht. Den nimmt er nicht. Den nimmt er nicht. Nein, nein, den nehme ich nicht. Interessant, dass er trotzdem die Schriftrollen nimmt. Hm. Also er will ja nicht, er will einen Zauberstab wieder nicht, aber Schriftrollen, magische nimmt er schon. Seltsam. So, den Plus-1-Ring behalte ich mal. Ich muss mal sehen, ob ich dem irgendwem noch geben kann, aber ich glaube ja nicht. Blitzstrahl, Böses entdecken, Stab der Blitze, geht eh nicht, Kriegshammer Plus-1, brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht. Helle Bade Plus-2, kann niemand von uns richtig benutzen. Aganazars Flamme, mittlerer Schild, kleinere Kugel der Unverwundbarkeit. Ich verkaufe das alles mal, weil ich brauche diese ganzen Sachen letztlich dann nie. So, die Tränke. Ach du meine Güte, Tränke können wir hier ja gar nicht verkaufen. Winterwolfpelze nimmt der bis zum Kotzen, aber da willst du dem dann mal was Sinnvolles verkaufen, dann nimmt das nicht. So, Schutz vor irgendwas. Das Problem bei diesem super Schutz vor normalen Geschossen und so weiter und anderen Sachen ist ja teilweise, dass die nur für den Magier selber gelten. Ich glaube, Schutz vor normalen Geschossen kann man sogar auf andere Charaktere anwenden, aber im Endeffekt in Baldur's Gate 1 brauchst du das alles nicht. Da ist einfach viel, viel leichter, wenn du gleich zum Start von einem Kampf, von einem schweren Kampf, bei leichten Kämpfen brauchst du ja eh keine Magie, einfach alles, was du hast, drauf losballerst auf den Gegner und das war's dann. Wurfbeil plus 2, was ist denn das hier? Ah, ich weiß schon, das ist eine Wurfaxt, die immer wieder zurückkommt. Das Problem ist nur, wir haben niemanden, der mit dem Zeugs umgehen kann. Also verkaufen, Magie bannen, verkaufen, Magie zerstören. Was ist Magie zerstören? Ah, wobei, das können wir dann mal der Deiner hier eintragen lassen in ihr Zauberbuch. Robe, 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 Feuerball verkaufen und die Deiner her selber. Langschwert plus 1 brauchen wir sicher. Ja, wobei, das können wir eigentlich behalten, das können wir dann dem Korren fürs erste Mal geben. Abwehrarmschützer RK 7, verkaufen wir. Verkaufen, 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 verkaufen. Steinhaut. Bereich Anwender, ja super. Bringt mal gar nichts, wenn mein Magier super gepanzert ist, weil er kommt eh nie in Nahkampf. Wortloses Zaubern, ja, das braucht man alles nicht. Ich löse die dann ja nie aus, in Wahrheit, diese ganzen Sprüche. Verwirrung, Personen festhalten, Blitzstrahl, Magiebannen.
hell sehen, dunkel sehen, la 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 la, verkaufen, schließen, fertig. Und damit bekommt der Korn hier das Schwert, das Originalschwert, hauen wir einfach auf den Boden, das ist mir jetzt zu blöd, das zu verkaufen. Pfeile können wir bei der Gelegenheit dann auch mal wieder kaufen, glaube ich. Wobei wir haben eh diese plus 1, plus 2 und so weiter, die besseren Pfeile. Das hier lassen wir mal eintragen. Befindet sich bereits. Ach du. Ah ja, dann verkaufen wir es doch. Magie zerstören, verkaufen. Ja, und was ist jetzt mit der einen Schutzformel? Die haben wir irgendwie im Tempel nicht identifiziert. Die haben wir übersehen. Laufen wir noch schnell zum Tempel, würde ich sagen, und erledigen das. Damit wir das nämlich gemacht haben. Und dann müssen wir eh nach Baldur's Gate. Da werden wir uns mehr oder weniger reinschleichen müssen in die Stadt, wenn wir dort die Seekarten klauen wollen. Weil sonst wird uns die flammende Faust irgendwie auf die Nerven gehen. Das will ich auch, wenn möglich, vermeiden. Ich glaube, wir müssen uns dann später eh mal verhaften lassen. Für die Story nämlich. Soweit ich mich erinnern kann. Aber vorher möchte ich eben diese Inselquest auf jeden Fall nochmal abschließen. So, jetzt laufen wir nochmal zum Händler, verkaufen unser letztes Schriftröllchen hier. Ihr seid ein bezauberndes Fräulein, sagt der zu, ich vermute mal zur Brenwen oder zur Diana her, die antwortet gar nicht. Die hat das gar nicht gehört, hat der wohl Kopfhörer drin oder so. So, Schutzformel gegen Feuer, verkaufen, wir haben schon 110.000 Gold. Hat der eigentlich irgendwelche super tollen Mega-Pfeile oder hat er eh nichts in die Richtung? Pfeile. Er hat nur normale Pfeile, ja gut, das kann mir gestohlen bleiben. Wenn, dann möchte ich schon bessere Pfeile, irgendwas Exquisites, Exklusives. Da steht denn hier, Chahira. Ah, die warten immer noch hier auf uns, Chahira und Khalid. Und hier ist auch noch der Rasad. Diese Quests von den, diese Nebenquests, die von den neuen NPCs, die wären ja auch mal interessant zu machen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Ja, ja. So, wir mieten uns jetzt hier mal ein. Rasten. Wer rastet, der rostet. Raus hier. Und Quicksave. Ja. Und damit ist auch diese Folge schon zu Ende und die Aufnahme übrigens auch. Nächste Woche geht's dann weiter mit Baldur's Gate und zwar werden wir zunächst mal von der Händlerliga in Baldur's Gate die Seekarten klauen und dann werden wir Segel setzen zu dieser, ja, mysteriösen Insel, wo der Mendas behauptet, dass dort das Schiff von Balduran liegen würde. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich wie immer auf Kommentare und verabschiede mich. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.